Nach der Kritik von Traumschiff-Kapitän Florian Silbereisen über die TV-Kultserie legt nun ein weiterer Promi nach. Der Ex von Schlagerqueen Helene Fischer sorgte für reichlich Aufsehen, als er gegenüber Bild erklärte, dass er sich für das Format witzigere Geschichten wünschen würde und zudem zugab, natürlich sind die Drehbücher völlig gaga. So kritisierte Florian Silbereisen, der seit 2019 als Kapitän Max Parger mit dem Traumschiff über die Weltmeere schippert, die Drehbücher der Langzeitreihe. Und nun zieht Entertainer Harald Schmidt nach, der gegenüber Bild gesagt haben soll, ich finde die Geschichten schon jetzt sensationell lustig. Wichtig ist aber, dass man die Texte so spricht, wie sie der Schiffskoch nachts unter der Kabinentür durchschiebt. Auch einen weiteren Tipp hat der Apparat und schlug vor, in den Rollen tauchen plötzlich Schauspieler auf, anstatt gut frisierter Sprechpuppen, die im Social Media unterwegs sind. Laut Bild spielte Schmidt damit unter anderem auf die schauspielerischen Leistungen von Gastdarstellerin wie Let's Dance-Moderatorin Viktoria Swarovski oder Model Alena Gerber an. Die 31-jährige Alena, die selbst ein Schauspieldiplom hat, war in diesem Jahr im Traumschiff Seychellen zu sehen und versteht die Kritik von Harald Schmidt sogar. So erklärte sie, ich stimme ihm zu, es ist auffällig, dass mittlerweile in vielen großen Produktionen Influencer Parts übernehmen, die früher von Schauspielern besetzt wurden. Der heute 63-jährige Harald Schmidt war übrigens jahrelang selbst Teil der Traumschiff-Crew und zwar von 2009 bis 2012 und von 2015 bis 2020 in der Rolle des Kreuzfahrtdirektors Oskar Schifferle.